Die erste Achtsamkeitsübung. Achtung vor dem Leben. Im Bewusstsein des Leidens, das durch die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl zu kultivieren und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meinem Denken oder in meiner Lebensweise. Die zweite Achtsamkeitsübung. Großzügigkeit. Im Bewusstsein des Leidens, das durch Ausbeutung, soziale Ungerechtigkeit, Diebstahl und Unterdrückung entsteht, bin ich entschlossen, liebende Güte zu kultivieren und Wege zu erlernen, für das Wohlergehen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien tätig zu sein. Ich will Großzügigkeit praktizieren, indem ich meine Zeit, Energie und materiellen Mittel mit denen teile, die sie wirklich brauchen. Ich bin entschlossen, nicht zu stehlen und nichts zu besitzen, was anderen zusteht. Ich will das Eigentum anderer achten, aber auch andere davon abhalten, sich an menschlichem Leiden oder dem Leiden anderer Lebensformen auf der Erde zu bereichern. Die dritte Achtsamkeitsübung. Sexuelle Verantwortung. Im Bewusstsein des Leidens, das durch sexuelles Fehlverhalten entsteht, bin ich entschlossen, Verantwortungsgefühl zu kultivieren und Wege zu erlernen, die Sicherheit und Integrität von Individuen, Paaren, Familien und der Gesellschaft zu schützen. Ich bin entschlossen, keine sexuelle Beziehung einzugehen ohne Liebe und die Bereitschaft zu einer langfristigen und verantwortlichen Bindung. Um mein eigenes Glück und das der anderen zu bewahren, bin ich entschlossen, meine Bindungen und die anderer zu respektieren. Ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen und um zu verhindern, dass Paare und Familien durch sexuelles Fehlverhalten auseinanderbrechen. Die vierte Achtsamkeitsübung. Aufmerksames Zuhören und liebevolles Sprechen. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und aus der Unfähigkeit, anderen zuzuhören, entsteht, bin ich entschlossen, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören zu kultivieren, um anderen Freude und Glück zu bereiten und ihr Leiden lindern zu helfen. Im Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, bin ich entschlossen, nichts Unwahres zu sagen und Worte zu gebrauchen, die Selbstvertrauen, Freude und Hoffnung fördern. Ich werde keine Nachrichten verbreiten, ohne ganz sicher zu sein, dass sie der Wahrheit entsprechen, und werde nichts kritisieren oder verurteilen, worüber ich nichts Genaues weiß. Ich will Äußerungen unterlassen, die Uneinigkeit oder Zwietracht verursachen können oder dazu führen können, dass Familien oder Gemeinschaften zerbrechen. Ich bin entschlossen, alle Anstrengungen zur Versöhnung und Lösung aller Konflikte zu unternehmen, so klein sie auch sein mögen. Die fünfte Achtsamkeitsübung. Achtsamer Umgang mit Konsumgütern. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsamen Umgang mit Konsumgütern entsteht, bin ich entschlossen, auf körperliche und geistige Gesundheit zu achten, sowohl meine eigene als auch die meiner Familie und meiner Gesellschaft, indem ich achtsames Essen, Trinken und Konsumieren praktiziere. Ich will nur das zu mir nehmen, was den Frieden, das Wohlbefinden und die Freude in meinem Körper, meinem Bewusstsein und im kollektiven Körper und Bewusstsein meiner Familie und Gesellschaft erhält. Ich bin entschlossen, weder Alkohol noch andere Rauschmittel zu mir zu nehmen und keine Nahrungsmittel oder andere Dinge zu konsumieren, die Gifte enthalten, wie zum Beispiel bestimmte Fernsehprogramme, Zeitschriften, Bücher, Filme und Gespräche. Ich bin mir bewusst, dass ich das Vertrauen meiner Vorfahren, meiner Eltern, meiner Gesellschaft und zukünftiger Generationen missbrauche, wenn ich meinen Körper oder mein Bewusstsein derart schädigenden Einflüssen aussetze. Ich werde daran arbeiten, Gewalt, Angst, Ärger und Verwirrung in mir selbst und in der Gesellschaft zu transformieren, indem ich angemessene körperliche und geistige Nahrung zu mir nehme. Ich weiß, dass eine bewusste Lebensweise entscheidend ist für meine eigene Veränderung und für die Veränderung der Gesellschaft. Wir haben ja vorhin die fünf Achtsamkeitsübungen gelesen. Sie sind für uns in der Plum Village Dhyana Schule
sind sie die ethische Grundlage. Ethik kennen wir in unserem Kulturkreis vor allem in der Form von Regeln. Regeln, die sagen, du sollst. Regeln, die sagen, du sollst nicht. Oder Regeln, die wie Gesetze formuliert sind und einfach Grenzen vorgeben, die nicht zu überschreiten sind. Die fünf Achtsamkeitsübungen gehen ja auf den Buddha zurück. Und der Buddha hat auch oft in vielen Lehrreden die fünf Achtsamkeitsübungen schon anklingen lassen und hat meistens auch diese Kurzformulierungen, so ein bisschen wie wir es kennen von den zehn Geboten, gebracht, hat dann gesagt, ja, die fünf Achtsamkeitsübungen sind eben nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine berauschenden Mittel zu sich nehmen. Ja, hat also auch die fünf Achtsamkeitsübungen anklingen lassen durch einfach ganz kurze, ich sage mal, Kurzformulierungen im Sinne von du sollst, ja. Ausformuliert hat aber schon der Buddha selber das in sehr schöner Weise, die recht ausführlich schon ist und die auch schon ja sprachlich ganz anders geformt ist und mehr in Richtung fünf Achtsamkeitsübungen, wie wir es heute kennen, gehen. In einem für uns sehr wichtigen Sutra, im Sutra an die Weißgekleideten. Die Weißgekleideten, manche wissen das, damit sind gemeint die Laien. Das heißt, die Anhänger des Buddha, die weder Mönche noch Nonnen sind. Und das ist ja eine alte Tradition, die im Grunde auch hochgehalten wird bei uns in der Plum Village Dhyana Schule, dass Laien im Kloster weiße Kleider tragen, also so eine weiße Uniform eigentlich tragen. De facto ist sie bei uns eher grau, würde ich sagen. Ja. Praktisch sieht man das aber selten. Also eigentlich in Plum Village habe ich es gesehen und manche Vietnamesen machen das im EAB, die Europäer eigentlich selten. Aber gut, es ist eine uralte Tradition, dass also die Laien im Kloster weiße bzw. graue Kleidung tragen. Und das Sutra an die Weißgekleideten ist eben ein Sutra, oder über heißt es, aber es ist über und an. Das Sutra über die Weißgekleideten ist eben ein Sutra über die Nichtmönche und Nonnen, über die Laien, in denen der Buddha wirklich ausführlich die fünf Achtsamkeitsübungen bringt. Und das ist die Grundlage für Thai. Er hat es weiter ausformuliert, auch angepasst an ja die modernen Entwicklungen und hat so die fünf Achtsamkeitsübungen entwickelt. Die fünf Achtsamkeitsübungen, wenn wir die lesen, enthalten also nicht mehr die Formulierungen du sollst und du sollst nicht, sind eigentlich nicht Regeln, sondern sie sind, wir nennen sie Übungen. Man könnte aber auch, wenn man sich anschaut, wie sie sprachlich formuliert sind, könnte man aber auch ein bisschen anders noch beschreiben. Es geht immer wieder darum, ja, ich bin entschlossen, Wege zu erlernen, zum Beispiel Leben zu schützen. Das ist so eine typische Formulierung. Die gibt eigentlich unserem Bemühen eine Richtung, ja, ohne eine Grenze zu setzen. Hier, sie sagt nicht, wo richtig und falsch ist, sondern sie stellt uns eigentlich, gibt uns eigentlich einen Wert, sie vermittelt einen Wert, in dem Fall Leben schützen, und fordert uns auf, uns um diesen Wert zu bemühen. Und das ist im Grunde genommen die Sprache der fünf Achtsamkeitsübungen. Gleich bei der weiter unten bei der ersten Achtsamkeitsübung heißt es dann, werde ich mich in Unvoreingenommenheit und nicht festhalten an Ansichten üben. Ja? Auch wieder das, ne? Der Wert. Und man zeigt, dass man sich üben will, diesen ja Wert hochzuhalten, ja? Diesen Wert zu verhelfen, sich zu manifestieren in dieser Welt. Ja, und das ist eigentlich die Sprache, die wir durchgängig in den fünf Achtsamkeitsübungen wiederfinden. Sie sind also, eigentlich kann man auch sagen, sie sind fünf Werte. Und wenn wir die fünf Achtsamkeitsübungen annehmen, geloben wir uns zu bemühen, diese Werte in unserem Leben leben zu lassen, Raum zu geben, ja? Die Möglichkeit geben, sich zu manifestieren. In dieser Form sind sie natürlich ethische Grundlage und eine Sittenlehre, aber auf eine etwas andere Weise. Und so können wir sagen, so wird aus Nicht-Töten
wird Leben schützen, aus Nichtstehlen wird Großzügigkeit und Teilen von Zeit, Energie und materiellen Mitteln mit anderen. Aus kein sexuelles Fehlverhalten wird Verantwortungsgefühl in sexuellen Dingen. Aus Nichtlügen wird liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Und aus keine berauschenden Mittel zu sich nehmen, wird verantwortungsvoller, möchte ich hier mal sagen, lieber verantwortungsvoller Umgang mit Konsumgütern. Das ist eigentlich noch allgemeiner. Achtsam ist mir zu wenig. Verantwortungsvoller Umgang mit Konsumgütern. Ein sehr wichtiges Thema heutzutage, weil wir da eben so viele Möglichkeiten haben, ne? Und auch sehr viel konsumieren. Und dann ist es eben wichtig, verantwortungsvoll dies zu tun. Verantwortung für uns übernehmen, aber natürlich auch für die anderen, für die Gesellschaft. Im Vorwort zu den 5 Achtsamkeitsübungen steht, sie verkörpern die buddhistische Vision einer globalen Spiritualität und Ethik. Und ich möchte eigentlich vor allem dem Wort Spiritualität nachforschen und weiterschauen. Also Ethik, denke ich mal, ist klar, haben wir soweit besprochen. Das erschließt sich sehr leicht. Ich möchte weiter tiefer eingehen auf das Thema, warum sind sie Ausdruck einer Spiritualität, warum sind sie eine spirituelle Übung, die 5 Achtsamkeitsübungen. Der Buddha hat uns gelehrt, dass es 4 Arten der Nahrung gibt. Essbare Nahrung, also das, was wir üblicherweise als Nahrung bezeichnen. Aber es gibt auch noch 3 andere Arten der Nahrung. Und die zweite Art ist eben, sind die Sinneseindrücke. Das, was wir eben über die Sinne in uns aufnehmen, was wir sehen, hören, spüren. Also heutzutage geht es vor allem halt, was wir eben, ja, konsumieren wir ja unglaublich viel. Insbesondere in der Form von Filmen, Büchern, Zeitschriften, natürlich auch Gesprächen und so. Und wir haben große, breite Möglichkeiten. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Punkt heute, da achtsam umzugehen damit, welche Sinneseindrücke ziehe ich mir rein. Bleiben wir ruhig bei dieser Formulierung. Das ist die zweite Art der Nahrung. Und dies kommt ja auch in den 5 Achtsamkeitsübungen vor, beim achtsamen Konsum. Natürlich auch achtsamer Umgang mit eben solchen Dingen wie Filmen, Zeitschriften, Büchern und so. Es gibt aber noch 2 Arten der Nahrung. Und die dritte nennt man normalerweise Willenskraft und die vierte Bewusstsein. Und die 2 möchte ich ein bisschen genauer anschauen. Mit Willenskraft, also die dritte Art der Nahrung, ist eigentlich eher gemeint, was ist so der tiefere Antrieb in unserem Leben? Was ist es eigentlich, wonach wir unser Leben ausrichten? Was wollen wir erreichen? Ja, wonach sehnen wir uns eigentlich? So ganz grundlegend. Und der Buddha lehrt uns, dass das eben großen Einfluss haben wird auf unseren Geist, auf unser Wohlbefinden, dass das eben auch eine Art der Nahrung ist, die heilsam sein kann, die uns nähren kann, die uns gut tun kann, die uns aber auch vergiften kann, schaden kann. Worauf wir jetzt unser Leben ausrichten. Und der Buddha fordert uns auf, uns Gedanken zu machen, wonach wir eben unser Leben ausrichten wollen. Wir können jetzt sagen, wir haben es leicht. Wir wissen schon. Die 5 Achtsamkeitsübungen ist die Antwort. Ja, richtig, ja. Dennoch möchte ich ein bisschen darauf eingehen, warum das richtig ist und warum es eine gute Antwort ist. Es ist eine konkrete Antwort. Der Buddha hat es offen gelassen. Also grundsätzlich vom Buddhismus her gibt es noch viele Möglichkeiten. Man kann ruhig auch konkreter sich auf ein Thema konzentrieren. Thay Phat Anh hat ja Peace Pilgrim erwähnt, eine Amerikanerin, die ihr ganzes Leben gewidmet hat der Friedensarbeit. Komplett. In einer unglaublichen Konsequenz, ja, beeindruckend. Ja, ist eine Lösung, eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, ne? Eine sehr konkrete Idee. Das ist ihre Antwort. Also es gibt durchaus vom Buddha her mehrere Antworten, worauf wir es ausrichten können. Und eben die Antwort, die unsere Schule vorschlägt, sind die 5 Achtsamkeitsübungen. Das heißt, unser Leben ausrichten auf, ich habe es ja gerade genannt, Werte wie Leben schützen, letztlich andere unterstützen, sexuelles Verantwortungsgefühl,
liebevolles Sprechen, tiefes Zuhören, also heilsame Kommunikation und eben verantwortungsvoller Umgang mit Konsumgütern. Wir wollen das noch ein bisschen genauer anschauen, wie das auf uns wirkt. Ich habe sogar mehrere Bekannte, die sehr viel gearbeitet haben, sehr viel verdient haben, immer wieder erzählt haben, ja, das mache ich jetzt, aber ich habe mir das alles schon überlegt, dann mit 50 habe ich genug Geld zusammen, dann höre ich auf, dann genieße ich das Leben. Und die arbeiten alle noch, um es kurz zu machen. Ne? Die arbeiten alle noch. Was ist die Tücke an diesem Denken? Gut, ich meine, ganz offensichtlich ist einmal, dass das Leben natürlich schon ausgerichtet ist, hier in dem Fall auf Materielles. Das ist sicher schon mal fragwürdig. Es wird zwar so formuliert, dass es nicht um Gier geht, sondern um finanzielle Absicherung. Auf der anderen Seite aber, was steckt dahinter? Wenn ich über finanzielle Absicherung nachdenke, dann beschäftige ich mich immer auch mit finanziellen Sorgen. Weil es ist ja die Frage, die konkrete praktische Frage ist ja bei solchem Denken dann, wie viel brauche ich? Und die Frage kann man sich ja nicht drücken. So, und in dem Moment macht man sich Gedanken drüber, wie viel man braucht, macht sich Gedanken über finanzielle Sorgen. Und wir wissen ja, dass alle Vorstellungen und alle Gefühle und alles, was in uns ist, in unserem Geist, jedes Mal gestärkt werden kann, wenn wir es benutzen, wenn wir es verwenden. Unsere Vorstellungen, unsere Gefühle sind ja wie Muskeln. Wenn wir sie oft verwenden, werden sie stärker. Wenn wir sie wenig verwenden, werden sie schwächer. Das ist ein ganz einfaches Prinzip in unserem Körper und Geist. Und es ist auch so bei Vorstellungen und auch bei Gefühlen. Wir kennen das ja vom geschickten Umgang mit Ärger oder mit Angst, dass wir solche Dinge immer beruhigen und dass wir darauf achten, dass wir sie nicht unnötig erregen. Weil jedes Mal Ärger durchleben, verstärkt unsere Fähigkeit, Ärger zu empfinden. So, und genau so ist es natürlich auch bei Sorgen, wie zum Beispiel finanziellen Sorgen. Und so ist es auch bei Vorstellungen. Das heißt also, ein Mensch, der so denkt, wie ich jetzt gerade gesagt habe, fördert ständig seine finanziellen Sorgen. Ja? Und es wird immer größer, ja, immer größer. Er kommt immer auf neue Ideen, was alles passieren kann. Und dann braucht er immer noch mehr Geld. Ne? Und drum hat er nie genug. Ja, und das ist nicht die Lösung. Ja, das funktioniert nicht, diese Denkweise. Das ist so ein bisschen die Ego-Falle. Ja? Wenn wir kommen einfach in negative Gedanken und wenn wir die zu oft wiederholen, dann werden sie immer stärker und machen uns immer das Leben schwerer. Unser Weg in unserer Schule ist der, die positiven Samen nähren. Ja? Wir tun die positiven Samen nähren und lassen die negativen in Ruhe. Das ist unsere Grundvorgehensweise. Und die 5 Achtsamkeitsübungen sind jetzt genau so ein Weg. Wenn wir unser Leben nach den 5 Achtsamkeitsübungen ausrichten, kommen wir weg von diesen kreisenden Gedanken um diese ich-bezogenen Dinge, um die Sorgen, ja. Wir hatten jetzt das finanzielle Beispiel, aber es gibt viele andere, die man da bringen könnte. Wir kommen weg von diesen Sorgen um das kleine Ich, von dem, was das kleine Ich will, und kommen weg zu Gedanken, die über uns hinausgehen, die uns transzendieren. Wir machen uns auf einmal Gedanken, was können wir tun für die anderen. Ja, dann nehmen wir jetzt mal das konkrete Beispiel Nummer 2, Großzügigkeit, das heißt Zeit, Energie und materielle Mittel mit anderen teilen. Wenn wir uns da Gedanken machen drüber, ja, was kann ich tun? Vielleicht sagen wir als erstes, ja, meine, ich habe so wenig Geld. Aber wenn wir ein bisschen länger nachdenken, kommen wir drauf, ja. Aber die Frage ist ja nicht, ob viel oder wenig, die Frage ist, was kann ich tun? Und jeder wird irgendetwas finden. Er wird etwas finden, was er tun kann. Das wiederum wirkt ja ganz anders auf uns zurück. Etwas zu geben, gibt mir das Gefühl, ich habe etwas. Etwas zu geben, gibt mir das Gefühl, ja, ich habe da, ich habe genug, ich habe sogar mehr als genug. Und kann geben, kann etwas Positives tun. Ja? Aber ich will jetzt weg vom, wir haben immer so dieses Denken altruistisch, egoistisch bei uns in der Gesellschaft. Es hilft auch mir selber so zu denken.
In mir entsteht das positive Gefühl, wenn ich etwas gebe, ich habe mehr als genug und kann damit auch noch etwas Positives machen. Eine ganz andere Denkweise als, wir hatten vorher das Ich-Bezogene, ja, was die finanzielle Absicherung gesucht hat und das Leben genießen will, ja, wie immer das auch funktionieren soll, was nie zu der Befriedigung führen wird, aus verschiedenen Gründen. Das ist das wichtige Prinzip an den 5 Achtsamkeitsübungen, was aber der Buddha schon gesehen hat und deswegen auch mit der Willenskraft gemeint hat. Ja? Den Willen ausrichten auf etwas, was dann, wenn wir uns damit beschäftigt, uns nährt, Kraft gibt und stärkt. Denn, und das ist ja die vierte Art der Nahrung, der Buddha sagt, die vierte Art der Nahrung ist Bewusstsein. Und damit meint er, jeder Gedanke, den wir hegen, jeden Gedanken, den wir uns machen, hat wiederum Einfluss auf unser Bewusstsein. Wenn wir sozusagen finanzielle Absicherung betreiben, uns zu viel Gedanken machen übers Geld, dann nähren wir Sorgen. Sorgen, dass wir immer zu wenig Geld haben. Wenn wir umgekehrt geben für einen guten Zweck, dann entsteht in uns, stärken wir uns, nähren wir uns und es entsteht das Gefühl, ja, wir haben, wir können, wir machen. Und es ist ganz wichtig. Man kann viele, viele Beispiele, kann man sich das überlegen. Oft, wenn wir schwierige Gespräche haben, meinen wir, wir müssen uns in dem Gespräch behaupten, wir dürfen uns irgendetwas nicht sagen lassen, nichts gefallen lassen. Das ist auch ebenso ein ich-bezogenes Denken, was auch wieder nur das Gefühl nährt, dass es da ein Ich gibt, was geschützt werden muss, ja, oder ein Ich, was einer gewissen Vorstellung gerecht werden kann, ne? Nährt also auch nur Sorgen, dass etwas passieren könnte in der Kommunikation, was schlimm wäre. Wir schwächen uns mit solchen Gedanken. Wenn wir uns Gedanken machen, wie wir etwas liebevoll sagen, wenn wir tief zuhören, um jemand anderen zu verstehen, agieren wir aus einer ganz anderen Position heraus. Da passiert in uns etwas ganz anderes. Wenn ich mir Gedanken mache, wie ich etwas liebevoll sage, agiere ich aus der Position der Stärke heraus. Da gibt's kein Problem. Ja? Da bin ich in der starken Position und denke mir, ich will jetzt etwas sagen, wie sage ich es am besten? Das ist nicht ich-bezogen, sondern da will ich eben etwas Gutes tun. So einfach ist es. Und das wirkt positiv zurück auf mich. Es stärkt, es nährt, schafft inneren Frieden. Das ist, was der Buddha meint, dass Bewusstsein Nahrung ist. Jeder Gedanke wiederum verändert ein bisschen das Bewusstsein in der einen oder anderen Richtung. Ja? Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Wahl. Ja, deswegen ist also liebevolles Sprechen, tiefes Zuhören eine wertvolle Übung. Die 5 Achtsamkeitsübungen übrigens helfen uns auch in einer anderen Beziehung. Wir sagen ja manchmal, unser wahrer Besitz ist unser Karma. Also alles, was wir für uns sozusagen in diesem Leben ja sammeln, uns erkämpfen, erreichen, vergeht mit dem Tod. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das bezieht sich vor allem aufs Geld, aber es bezieht sich auf alles andere. Alles geht verloren mit unserem Tod, was wir für uns selber eingesammelt haben. Was überlebt unseren Tod? Das Karma. Aber dieses Karma ist nichts Abstraktes, ja? Das ist das alte indische Wort. Das Karma ist eben das, was wir gedacht haben, das, was wir gesagt haben und das, was wir getan haben. All das überlebt, weil es rausgegangen ist in die Welt. Damit haben wir eben etwas verändert. Das kann sehr ein kleines bisschen sein, aber ein kleines bisschen kann ja wiederum den Ausschlag geben, ja? Ja? Ein kleines bisschen kann eine große Wirkung haben vielleicht, ja? Und wir haben, und das ist unser wahrer Besitz, sagen wir im Buddhismus. Das, was wir gedacht, gesagt und getan haben. Und die 5 Achtsamkeitsübungen helfen uns eben auch, da unser eben Denken, Reden und Handeln zu richten auf das, eben auf das positive Karma. Und nicht auf das, was sowieso wieder verloren geht. Das, was wir
Ja, worüber können wir uns sonst Gedanken machen? Ne? Das, was wir noch erleben wollen, das, was wir noch erreichen wollen, das, was wir einfach noch sehen wollen in diesem Leben, es geht alles wieder verloren. Das können wir nicht mitnehmen. Aber das, was wir getan haben, das lebt weiter. Ja, und so helfen uns die 5 Achtsamkeitsübungen, unsere Willenskraft eben geschickt, positiv im Sinne von Buddha einzusetzen für unsere Entwicklung, für eben eine positive Entwicklung. Und sie helfen eben auch unser Denken, das heißt die vierte Art der Nahrung, eben in eine günstige, heilsame Richtung zu lenken. Und ich möchte zum Schluss noch erinnern, ich meine, ich habe ein paar Mal erwähnt, dass die problematischen Gedanken oft die Ich-bezogenen sind und dass die Lösung ist, eben mehr fürs große Ganze zu denken, fürs Gemeinwohl, eben zu transzendieren, das Denken, nicht nur auf sich bezogen. Und wir wissen, dass viele spirituelle Lehrer sagen, ja gut, du musst dein Ich überwinden, ne? Die Ich-Vorstellung loslassen oder solche Dinge. Ne? Da stellt sich immer die Frage, wie das gehen soll. Ja, aber die 5 Achtsamkeitsübungen sind genau unser Weg dafür. Die 5 Achtsamkeitsübungen sind deswegen eine zutiefst spirituelle Übung. Weil die Ich-Vorstellung ist, wie sich die meisten spirituellen Lehrer einig sind, eben nur eine Vorstellung. Aber eine Vorstellung ist eine Vorstellung. Das heißt, es ist etwas sehr Reales. Ja, sag mal jemand, der Angst vor Spinnen hat, das ist ja nur eine Vorstellung, ja. Deine Angst vor Spinnen ist ja nur eine Vorstellung, kann man sagen. Ne? Lass sie los, kann man sagen, aber es nutzt nichts. Ne? Es hilft nichts. Es ist nicht die Lösung. Wenn jemand Angst hat vor Spinnen, wird er furchtbare Angst haben, wenn die Spinne wieder jetzt herkommt. Gell? Ist halt so. Ne? Obwohl wir uns alle einig sind, es ist nur eine Vorstellung. Also Vorstellungen sind schon ernst zu nehmen. Und die Ich-Vorstellung ist eben so eine. Und unser Weg, damit umzugehen, ist schlicht und ergreifend, das Positive zu nähern und das Negative zu meiden. So, was heißt für die Ich-Vorstellung konkret? Eben das Denken für das Ganze, für das im Sinne von Karma, das Denken für die anderen, für unsere Verantwortung, für das große Ganze, die zu fördern. Das ist eben das Denken ohne das Ich, ja? Da wird das Ich nicht genährt, nicht gestärkt. Und dafür das ich-bezogene Denken weniger tun. Ja, da wird es ein bisschen weniger. Ganz einfach. Ja, es ist eine ganz einfache Mechanik. Natürlich ist es nichts, wo man es jetzt sozusagen einen Kurs anbieten kann, überwinde dein Ich in 5 Tagen. Das ist nicht möglich. Das ist klar. Das ist eine unserer Maximen in unserer Schule. Kontinuierliche Reifung. Das ist eine der Dharma-Siegel der Plambelit-Schule. Es geht eben nur Schritt für Schritt in aller Ruhe dahin. Aber es ist schon wichtig, dass die Schritte in die richtige Richtung gehen. Und die 5 Achtsamkeitsübungen helfen uns eben auch, in Bezug auf diese Ich-Vorstellung einen geschickten Weg zu wählen. Das Ich weniger zu denken, weniger zu fördern, die Vorstellung, und dafür auf die andere Seite uns eben Gedanken zu machen, was kann ich tun? Und das ist es ja hier. Was kann ich tun? Die erste Achtsamkeitsübung. Was kann ich tun, um Leben zu schützen? Was kann ich tun, um anderen zu helfen? Wie kann ich mit der sexuellen Energie verantwortungsvoll umgehen? Wie kann ich sprechen, dass es eben hilfreich ist für alle? Eben liebevoll, tiefes Zuhören. Und wie kann ich meine Möglichkeit als Konsument eben verantwortungsvoll nutzen, dass es gut ist? Immer für mich und die anderen, für alle. Also aus dem ich-bezogenen Denken rauskommen in das Denken für das Ganze. Ich und die anderen. Ne? Also das Ich gehört natürlich immer dazu. Wir sind ein Teil des Ganzen. So werden wir auch immer auf uns aufpassen. Aber eben nicht als das Ich abgetrennt, nur für das Ich, sondern für das Ganze. Wo wir ein Teil davon sind. Ja, und deswegen sind die 5 Achtsamkeitsübungen nicht nur irgendeine ethische Grundlage nach dem Motto, damit die besser zusammen miteinander klarkommen, die Buddhisten, sondern sie sind viel mehr. Sie sind eben auch, wie ja hier so schön steht, die ethische und spirituelle Grundlage. Sie sind eine ganz entscheidende spirituelle Übung für uns. Gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.